Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Stunde, heute mit Fabian. Wir haben heute ein cooles Workout für euch und zwar haben wir zwei verschiedene Workouts. Wir arbeiten immer in 4 Minuten M-Raps, das heißt in diesen 4 Minuten wollen wir so viele Runden wie möglich schaffen. Wir haben zwischen den zwei Workouts immer 2 Minuten Rest und das Ganze machen wir für 2 ganze Runden. Wir zeigen euch zuerst einmal die Übungen vor. Im ersten M-Rap haben wir 10 Wiederholungen Single Leg V-Ups. Dann haben wir 15 Wiederholungen Push-Ups. Und 20 Wiederholungen laterale Squat-Jumps. Genau, das ist unser erstes M-Rap. Wie gesagt, für diese 4 Minuten so viele Runden wie möglich. Im zweiten Workout erwarten euch dann 10 Wiederholungen Burpee Jump Over. Das heißt, entweder nehmt ihr euch da ein Objekt, eine Dumbbell, eine Kettlebell oder ihr stellt euch einfach eine imaginäre Linie vor. Dann haben wir 15 Wiederholungen Air Squats und 20 Wiederholungen Hollow Rocks. Genau. Das ist unser zweites Workout, auch wieder für 4 Minuten. Dazwischen gibt es immer 2 Minuten Rest und wir wechseln uns immer ab zwischen dem ersten und dem zweiten Workout. Dafür wollen wir uns wie immer super aufwärmen. Wir starten mit 3 Runden, jeweils 30 Sekunden. Wir zeigen auch da nochmal kurz die Übungen vor. Und zwar haben wir in den ersten 30 Sekunden machen wir Active Spider-Man with Rotation plus Reach. Das heißt, wir rotieren den Oberkörper so weit wie möglich auf und greifen dann mit unserer Hand zwischen unsere Schulterblätter. Übung Nummer 1. Übung Nummer 2, No Push-Up Burpees. Da geht es gleich direkt weiter ohne Pause. Und Übung Nummer 3, wir kommen in eine passive Kniebeuge. Das heißt, so tief wie möglich kommen und da einfach halten. Okay? Das sind unsere 3 Übungen für 3 Runden. Ihr könnt euch zu Hause schon ready machen und gleich mit dem Fabian mitmachen. Wir wollen uns da jetzt locker durchbewegen für diese 3 Runden und gut warm werden. Und wir starten. Die Active Spider-Man with Rotation und Reach. Das heißt, der innere Arm, versuchen wir einmal den Ellbogen Richtung Boden zu stretchen. Dann rotieren wir Richtung Decke, Blick Richtung Fingerspitzen. Und dann macht ihr noch einen weiteren Kreis und versucht mit eurer Handfläche zwischen eure Schulterblätter zu kommen. Das wollen wir mal abwechselnd machen, rechts und links, in einem relativ flüssigen Tempo. Sehr gut. Es geht schon weiter mit den No-Push-Up-Burpees. Arme bleiben schön gestreckt. Wir springen einmal zurück in eine schöne Liegestützposition. Versucht dann mit den Füßen relativ weit zu euren Händen nach vorne zu jumpen. Und dann wollen wir immer ganz ausstehen, volle Hüftstreckung machen. Erste Runde, ruhig noch ein bisschen lockeres Tempo. Die können wir dann ruhig versuchen, von Runde zu Runde ein bisschen schneller zu machen. Sehr gut, und wir kommen schon zur 3. Übung. Jetzt kommen wir in eine passive Kniebeuge. Das heißt, ihr könnt euch da ruhig tief fallen lassen. Füße bleiben am Boden, Knie auseinanderdrücken. Und wir wollen das so tief wie möglich, wir wollen uns da ein bisschen reinfühlen in diese Position. Könnt ihr auch gerne leicht wippende Bewegungen machen. Einfach ganz, ganz locker, leicht von rechts nach links schaukeln. Einfach mal chillen. Sehr gut. Wir starten schon in unsere 2. Runde, wieder mit unseren Active Spider-Man. Macht immer einen großen Schritt nach vorne. Und startet auch immer zuerst mit einem Stretch Richtung Boden, wo ihr versucht, mit den Ellbogen Richtung Boden zu kommen. Ja, genau. Dann immer einen schönen großen Kreis machen. Brustbein schön öffnen, Blick zur Decke. Sehr gut. 2. Runde noch Push-Up Burpees. Du kannst da jetzt vielleicht schon versuchen, mit deinen Füßen ein bisschen weiter zu deinen Händen nach vorne zu springen. Die Beine immer so möglichst lang lassen. Wieder gut atmen. Und auch schön die Rumpfspannung beibehalten. Schau, dass du beim Zurückspringen kein Hohlkreuz machst. Sehr gut. Einmal geht es noch ab in unsere passive, tiefe Kniebeuge.
Da nochmal für 30 Sekunden ein bisschen chillen. Wieder leicht durchbewegen. Du kannst auch gerne versuchen, mit deinen Ellbogen deine Knie leicht auseinander zu drücken. Gut. Und wir starten in unsere letzte Runde. Noch einmal zu den Active Spidermans. Die sollten sich jetzt schon relativ smooth anfühlen. Das heißt, du solltest schon ein bisschen mehr Beweglichkeit in der Hüfte spüren. Guti. Letztes Mal die No-Push-Up-Burpees. Versuche immer nur ganz, ganz kurz mit den Füßen den Boden zu berühren, hinten, und dann so schnell wie möglich wieder nach vorne zu springen. Da wollen wir jetzt schon ein flottes Tempo machen. Sehr gut. Nicht vergessen, immer ganz aufzustehen dazwischen. Super. Und ein letztes Mal noch in diese passive Kniebeuge. Vielleicht kommst du da jetzt auch schon ein bisschen tiefer als in den Runden zuvor. Wieder gerne ein bisschen durchbewegen. Leicht von rechts nach links. Auch mal versuchen, ein bisschen mit dem Druck zu spielen, mal das Gewicht weiter nach vorne zu verlagern, weiter nach hinten zu verlagern. Wie fühlt sich das an? Was tut sich da? Und wir halten noch für die letzten 2 Sekunden. Super! Es geht wie immer weiter mit ein bisschen Mobility. Und zwar starten wir da am Boden und beginnen mit unserem Wrist Stretch. Das heißt, wir starten, Fingerspitzen zeigen zu den Knien nach hinten, Arme sind schön gestreckt und von da kannst du dich jetzt locker für diese 30 Sekunden durchbewegen. Das heißt, du kannst vorsichtig versuchen, Gesäß Richtung Ferse nach hinten zu bringen. Du kannst auch einmal deine Fingerspitzen nach außen zeigen lassen, da das Gewicht versuchen, von rechts nach links zu verlagern. Auch gerne die Hand drücken, den Boden drücken. Alles das, was sich gut anfühlt für dich. Sehr gut. Wir wechseln. Wir kommen als nächstes in eine Pigeon Position. Das heißt, wir machen einen großen Schritt nach vorne. Jetzt legen wir das Knie ab. Achtung, wir wollen wieder schauen, dass wir einen rechten Winkel haben, okay? Das heißt, zuerst da kontrollieren, Fuß weit nach vorne ziehen. Der ist mit dem Knie in einer Linie. Dann wollen wir die Hüfte versuchen, Richtung Boden zu bringen. Das heißt, das hintere Bein machst du schön, schön lang. Und da kannst du jetzt entweder den Oberkörper aufrecht lassen oder so wie der Fabian mit den Unterarmen Richtung Boden kommen, sodass du einen guten Stretch spürst. Wir machen auch da gleich einen Beinwechsel, wieder für 30 Sekunden. Kannst auch da gerne leicht wippende Bewegungen machen, versuchen ein bisschen tiefer in diesen Stretch hineinzukommen. Und wir halten noch für 5 Sekunden. Sehr gut. Letzter Stretch, den wir haben, ist der Pike Stretch. Das heißt, wir kommen in einen Langsitz, Füße, Beine kommen nach vorne. Wir bleiben gestreckt und jetzt versucht ihr mit euren Fingerspitzen eure Zehenspitzen zu berühren. Je nachdem, wie beweglich ihr da seid, könnt ihr einfach den Oberkörper nach vorne fallen lassen oder wie gesagt eben eure Füße versuchen zu berühren. Wenn ihr gut beweglich seid, auch die Fersen berühren. Solltet einen guten Stretch Oberschenkelrückseite sowie im unteren Rücken spüren. Auch wieder für 30 Sekunden halten. Auch da können Sie versuchen, einmal ein bisschen weiter rechts runterzukommen, links runterzukommen. Auch beim Ausatmen vielleicht eine Spur tiefer zu kommen. Wieder so gestalten, dass es für euch angenehm ist. Sehr gut. Das war's auch schon wieder. Als nächstes wollen wir jetzt die Übungen ein bisschen genauer anschauen, die wir dann für unser Workout brauchen. Und zwar einmal kurz zuschauen. Wir haben folgende Übungen. Wir haben 4 bis 6 Wiederholungen Push-Up to Down Dog. Das heißt, wir kommen zuerst in einen Liegestütz und schieben dann die Hüfte Richtung Decke, Kopf kommt zurück. Das machen wir 4 bis 6 Mal.
Danach geht es weiter mit 8 Wiederholungen Pause. Laterale Jump Squats, das heißt, wir kommen wieder auf die Beine. Wir kommen in eine Kniebeuge, halten für 2 Sekunden, dann drücken wir uns weg, machen einen Jump auf die Seite, kommen wieder direkt in die Kniebeuge. 8 Wiederholungen davon. Und dann haben wir noch 12 Wiederholungen Single Leg Pike Lifts. Das heißt, wir kommen noch einmal auf den Boden. Hände kommen rechts und links neben deine Füße. Genau. Und jetzt heben wir für 12 Wiederholungen, kicken wir das rechte Bein in die Höhe. Schauen dabei, dass das Bein schön gestreckt bleibt. Ja, genau. Und dann 12 Wiederholungen auf der anderen Seite. Okay? Ihr könnt gleich wieder mit dem Fabian mit einsteigen. Und zwar 2 Runden machen wir davon. Wir starten mit den 4 bis 6 Wiederholungen Push-Up zu Down-Dog. Die könnt ihr gern ruhig langsam machen. Gerne auch für den Push-Up vielleicht auch noch die Knie am Boden lassen. Immer für 1 bis 2 Sekunden abhängen im Down-Dog. Versuchen da so weit wie möglich mit dem Kopf Richtung Knie zu kommen. Du kannst da auch versuchen, deine Fersen Richtung Boden zu drücken. Gut. Wenn wir das haben, kommen die 8 Wiederholungen Post. Squat Jumps. Wie gesagt, jetzt sind wir schon in der aktiven Kniebeuge. Das heißt, Oberkörper schön aufrecht, die Knie schieben wieder auseinander. Wir bleiben schön tief, halten für 2 Sekunden und dann drückst du so fest wie möglich den Boden weg unter dir und machst einen seitlichen Jump. Gut, wir wollen uns da immer schön kontrolliert und safe abfangen. Und wenn wir das haben, kommen wir auf den Boden, Single Leg Pike Lifts, wieder versuchen, das Knie gestreckt zu lassen, so hoch wie möglich zu kicken. Du kannst dich da auch ein bisschen auch spielen, wenn du merkst, es ist relativ schwer, dann lass die Hände rechts und links neben deiner Hüfte. Wenn du merkst, das geht eigentlich relativ gut, kannst versuchen, noch ein bisschen weiter nach vor zu wandern. Versuch aber, eine lange Wirbelsäule zu machen, okay, Beine zu behalten. Wollen wir uns gut vorbereiten für die Single-Leg-Wirbs. Sehr gut. Und wenn ihr das habt, starten wir in unserer 2. Runde wieder, jeder in seinem Tempo. Wieder unsere 4 bis 6 Wiederholungen Push-Up zu Down-Dog. Drück dich entschlossen weg vom Boden beim Push-Up und achte mal schön drauf, dass Oberschenkel und Brust gleichzeitig den Boden berühren beim Push-Up. Okay, dass wir da schöne Reps machen. Kannst jetzt auch da schon mal reinfühlen, wie schwer oder leicht diese Push-Up zu Down-Dog sind. Je nachdem kannst du dann die Push-Up im Workout anpassen. Dann kommen wir noch einmal zu unserem Pause Lateral Jump Squats. Wieder 2 Minuten halten und erst dann wegspringen. Da sammeln wir wieder 8 Wiederholungen. Und danach geht es noch einmal auf den Boden. Und wir sammeln unsere 12 Wiederholungen Single Leg Pike Lifts. Ja, gut. Mach einen schönen Kick. Streck die Zehenspitzen aus, mach dein Bein schön lang. Solltest du das da gut im Bauch merken und Oberschenkel, Vorderseite. Zu Hause wieder in Ruhe fertig machen. Und dann kommen wir auch schon zu unserer Mini-Runde. In der Mini-Runde machen wir jetzt alle Workout-Übungen einmal durch. Einmal kurz zuhören. Wir haben jetzt 4 Wiederholungen Single-Leg-Wirbs. Dann machen wir 6 Wiederholungen Push-Ups. 8 Wiederholungen laterale Jump Squats, ohne Pause jetzt natürlich. Und dann machen wir auch gleich die Mini-Runde von dem 2. Workout. Da haben wir 4 Burpee Jump Over, 6 Wiederholungen Air Squats und 8 Wiederholungen Hollow Rocks. Ihr könnt gleich mitstarten mit dem Fabian, jeder wieder in seinem Tempo und könnt schon loslegen. Wieder zuerst die 4 Wiederholungen Single Leg V-Ups. Jetzt wollen wir versuchen, Oberkörper und Beine gleichzeitig wegzuheben und schöne Klappmesser zu machen.
Dann haben wir 6 Wiederholungen Push-Ups. Die sollten da jetzt relativ gut gehen, wenn du da jetzt schon eben merkst, ui, ich quäle mich da jetzt schon bei den 6 Wiederholungen. Suchen wir dann eine passende Variante für das Workout. Dann geht es weiter mit den 8 Wiederholungen lateralen Jump Squats. Spring da über eine imaginäre Linie, jetzt immer direkt wegspringen. 4 Wiederholungen Burpee Jump Over. Auch da kannst du über ein Objekt springen oder auch wieder eine gedachte Linie. Bleib dir selbst überlassen. Da wollen wir uns wieder so schnell wie möglich wegdrücken vom Boden. Danach haben wir 6 Wiederholungen Air Squats und 8 Wiederholungen Hollow Rocks. Wie gesagt, das macht jetzt jeder in seinem Tempo. Bei den Hollow Rocks wieder fest den unteren Rücken in den Boden drücken, kleine Wippbewegungen machen, Arme und Beine lang machen. Sehr gut. Wieder fertig machen. Dann bekommt ihr 2 Minuten Pause. In diesen 2 Minuten noch einmal einen Schluck trinken, Pipi-Pause, alles vorbereiten für das Workout, was ihr dann braucht. Ich gehe gemeinsam mit euch noch einmal das Workout durch. Und zwar haben wir jetzt 4 Runden, 4 Wiederholungen, 4 Minuten M-Raps. So, viele Viers. Im ersten Workout haben wir 10 Wiederholungen Single-Leg-V-Ups, dann haben wir 15 Push-Ups, 20 laterale Jump-Squats, das heißt 10, 15, 20 für 4 Minuten. Bei diesen 15 Push-Ups gleich von Anfang an überlegen, wie du die aufbrechen möchtest, einzeln möchtest. Wenn du sagst, die sind viel zu anstrengend noch, gerne auf den Knien machen oder eine Erhöhung suchen. Das kann ein Stuhl sein, eine Couch. Und da dann 15 Wiederholungen sammeln. Dann gleich wieder auf die Beine, 20 Wiederholungen lateral Jump Squats. Wir springen über eine imaginäre Linie. Dann gibt es erst einmal 2 Minuten Rest. Und dann kommen wir zu unserem zweiten Workout. Da haben wir 10 Wiederholungen Burpee Jump Over, 15 Wiederholungen Air Squats und 20 Wiederholungen Hollow Rocks. Bei den Hollow Rocks auch die bitte gut anpassen. Schauen wir, dass wir da schöne Wiederholungen machen. Sollten die zu anstrengend sein, machen wir Tuck Hollow Rocks. Okay, das heißt, die Beine sind dann angewinkelt und ihr zieht die Knie zu eurer Brust. Okay. Das ist unser heutiges Workout. In diesen 4 Minuten wollen wir versuchen, ordentlich Gas zu geben. Ihr habt dann immer 2 Minuten Pause und wir wechseln danach auch dann die Übungen. Das heißt, versucht da immer gut Tempo zu machen und so wenig Pause wie möglich. Immer auch versuchen, die Übungen selbst so rasch wie möglich durchzumachen. Und vielleicht dann auch bei den Übungswechsel da eine kurze Pause einzulegen. Gut, passt Leute. Ich stelle uns noch die Uhr ein. Dann heißt es ready machen. Fabian ist schon ready, hat die Musik schon drinnen. Ihr zu Hause auch gute Musik auflegen. Und wir starten mit unserem Workout in 10 Sekunden. Und los geht's. Erstes 4 Minuten M-Rap. Wir haben die 10 Wiederholungen Single-Leg-V-Ups. Wollen da immer schön saubere Wiederholungen machen. Immer Oberkörper ganz wegheben, abheben vom Boden. Schöne Klappmesser machen. Dann kommen wir zu unseren 15 Wiederholungen Push-Ups. Auch da schön saubere Reps machen. Immer versuchen, dass Brust und Oberschenkel gleichzeitig den Boden berühren. Jetzt wieder stark in der Körpermitte bleiben. Und dann kommen unsere 15 Wiederholungen laterale Jump Squats.
Wir wollen immer in eine schöne Kniebeuge kommen und uns dann entschlossen und explosiv wegdrücken. Und wir springen über unsere gedachte Linie. Sehr gut. Wenn ihr dann fertig seid mit eurer ersten Runde, könnt ihr einen kurzen Blick auf die Uhr machen. Fabian war jetzt bei 2 Minuten 55 ungefähr fertig. Das heißt, ihr könnt euch dann ausrechnen, wie viele Runden ihr theoretisch noch schaffen solltet. Wie gesagt, wir versuchen in diesen 4 Minuten ordentlich Gas zu geben. Wieder schlau bei den Push-Ups sein, früh genug aufbrechen, immer ein paar Wiederholungen in den Tank lassen. Macht die kurzen Pausen. Sehr gut. Dann wieder unsere lateralen Jump Squats. Die wollen wir versuchen, relativ zackig zu machen. Mal schön tief kommen. Gewicht ist am ganzen Fuß. Drück dich fest weg. Sehr gut. Gut. Wir haben noch 90 Sekunden auf der Uhr. Wieder bedenken, danach gibt es erst einmal 2 Minuten Rest. Das heißt, bleib noch dran, gib Gas. Unsere 10, 15, 20 Reps. Bei den Push-Ups fest den Hintern anspannen. Ellbogen wandern nach hinten. Brust berührt den Boden. Drück dich wieder entschlossen weg. Teil die Reps gut ein. Squat-Jumps wieder gut durchpassen. Versuchen, die 15 Wiederholungen so gut wie es geht durchzumachen. Und wir kommen auch schon zu unseren letzten 30 Sekunden. Beißt es nochmal durch. Wir haben es gleich geschafft. Ein letztes Mal noch zu den Single Leg V-Ups von Fabian. Und wir haben schon die letzten 4, 3, 2, 1 und Rest. Super. Gut gemacht. Das war unser erstes 4 Minuten M-Rap. Jetzt gibt es erst einmal die wohlverdiente 2-minütige Pause. In der Pause gut durchschnaufen, gerne einen kleinen Schluck trinken, bisschen in Bewegung bleiben. Nach diesen 2 Minuten wechseln wir dann unser Workout, kommen zum zweiten Teil. Da haben wir jetzt 10 Wiederholungen Burpee Jump Over, 15 Wiederholungen Air Squats und 20 Wiederholungen Hollow Rocks. Ihr könnt auch gerne in der Pause immer wieder eine Notiz machen, wie viele Runden, wie viele Wiederholungen ihr da geschafft habt. Und dann versuchen im zweiten Durchgang das Tempo gleich zu halten oder vielleicht sogar noch eine Spur schneller zu werden. Jetzt haben wir wieder 10 Wiederholungen Burpee Jump Over. Da wollen wir versuchen, ein gutes Tempo, einen guten Rhythmus zu finden. 15 Wiederholungen Air Squats, da wollen wir gut atmen. Und die 20 Wiederholungen Hollow Rocks, so streng wie möglich da bleiben. Schöne Wiederholungen machen, auch gerne aufbrechen. Wie gesagt, sollten die Hollow Rocks zu schwer sein, machen wir Tuck Hollow Rocks. Ziehen die Knie zur Brust.
Gut, Leute, wir machen uns langsam wieder ready. Wir starten in 7 Sekunden mit unserem zweiten Intervall. Ready machen in 2, 1 und los geht's. Wir haben unsere 10 Wiederholungen. Burpee, Jump Over. Wir wollen die Brust am Boden ablegen und schnell wieder wegdrücken. Und wenn möglich, beidbeinig über das Objekt, über die Linie springen. Bei den Burpees wollen wir jetzt einen guten Rhythmus finden, sodass wir die 10 Wiederholungen immer möglichst ohne Pause machen können. Danach geht es dann weiter mit den 15 Wiederholungen Air Squats. Schauen wir, dass wir wieder schön tief kommen, Fuß wieder schön am Boden bleibt, die Knie wieder nach außen schieben und der Oberkörper aufrecht bleibt. Und nach deinen 15 Air Squats geht es weiter mit den 20 Wiederholungen Hollow Rocks. Da jetzt wieder schön rund machen, Kinn zur Brust bringen. Versuchen, die Rippen nach unten zu ziehen, Schambein nach oben zu ziehen, ganz klein machen in der Körpermitte und Arme und Beine so gut wie es geht ausgestreckt lassen. 20 Reps. Gerne auf 2x10, wie gesagt, oder auch auf Tuck Hollow Rocks ändern. Super. Wenn ihr wieder fertig seid mit Runde Nummer 1, wieder gerne einen Blick auf die Uhr. Versucht da jetzt nicht langsamer zu werden. Wir haben noch 2 Minuten auf der Uhr, das heißt wieder Halbzeit. Wieder ein passendes Tempo für die Burpees wählen. Air Squats, wieder versuchen, ein bisschen runterzukommen, wieder den Atem zu regulieren. Auch da immer wieder in eine schöne Hüftstreckung kommen. Und dann kommen wir wieder auf den Boden für unsere 20 Wiederholungen Hollow Rocks. Wir machen wieder schöne kleine Bewegungen. Schau, dass du da keine rasselnden Bewegungen machst, sondern wirklich schön kontrollierte. Da wollen wir schön streng bleiben. Wir rollen immer über den unteren Rücken. Halte Spannung. Sehr gut, Leute. Wir haben noch 35 Sekunden auf der Uhr. Fabian ist jetzt fertig mit seiner zweiten Runde. Gebt jetzt noch einmal Gas. Holt euch noch die Burpees, die 10 Wiederholungen. Drückt euch noch mal entschlossen weg vom Boden. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten 5, 4, 3, 2, 1 und Rest. Sehr gut. Gut gemacht, Fabian. Brav, Leute. Wir sind jetzt bei der Hälfte unseres Workouts. Ihr kennt jetzt schon die Übungen, ihr wisst jetzt schon, wie sich das Ganze anfühlt. Wie gesagt, in der zweiten Runde wollen wir jetzt versuchen, unser Tempo zu halten, nicht langsamer zu werden. Das Ziel ist es, die gleiche Wiederholungsanzahl zu schaffen oder vielleicht sogar noch eine Spur schneller zu werden.
habt nach über einer Minute Pause wieder gerne etwas auslockern, einen Schluck trinken. Wieder versuchen, den Puls ein bisschen zu senken. Ihr wisst jetzt, wie es abläuft. Wir beginnen jetzt wieder mit unserem ersten Teil. Noch einmal kurz zur Erinnerung. Wir haben 10 Wiederholungen Single Leg V-Ups, 15 Wiederholungen Push-Ups und 20 Wiederholungen laterale Squat-Jumps. Das heißt, wir können jetzt schon auf den Boden kommen. Wir machen uns wieder langsam ready für unseren zweiten Teil, zweite Hälfte. Wir starten 4, 3, 2, 1 und los geht's. Gut. Das ist unser dritter Durchgang von den 4 Minuten Intervallen. Wir starten wieder mit den 10 Wiederholungen Single Leg V-Ups. Wieder schöne Spannung halten. Arme und Beine bleiben so gut wie es geht gestreckt. Dann kommen die 15 Wiederholungen Push-Ups. Auch da nochmal, teile sie dir gut ein. Mach schöne, saubere Wiederholungen. Halte Spannung. Und dann kommen wir zu den 20 Wiederholungen Squat-Jumps. Die werden wahrscheinlich gut brennen, kann ich mir vorstellen. Aber versuch die 20 Wiederholungen so gut wie es geht durchzubeißen. Sehr gut, Fabian. Fabian ist wieder fertig mit seiner ersten Runde. Macht sich schon ready für seine Runde Nummer 2. Zwischendrin immer wieder kurz durchschnaufen, durchatmen, Arme oder Beine auslockern. Dann wieder gut durchbeißen. Sehr gut, Leute, wir haben wieder Halbzeit, 2 Minuten noch. Bleibt dran, sammelt eure Reps, beißt durch. Ja, super, Fabian. Gut, Leute. Bleibt noch dran, wir haben noch 1 Minute 15 auf der Uhr. Jetzt heißt es durchbeißen. Er macht diese Übungen zum letzten Mal. Sammelt deshalb noch so viele Wiederholungen wie möglich. Wir sind schon bei den letzten 50 Sekunden. Jetzt versuchen, keine Pause mehr einzulegen. Halt das Tempo jetzt hoch. Beiß ordentlich durch, du schaffst das. Letzten 30 Sekunden. Geht schon. Letzten 20 Sekunden. Geht schon, Fabian, hol dir noch diese Squat-Jumps. Yeah, super.
Gut, Leute, 10 Sekunden noch, nicht locker lassen. Und die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Sehr gut, Fabian. Super, Leute. Gut gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch brav durchgebissen wie der Fabian jetzt. Sehr gut. Wir durchschnaufen, gerne wieder die Reps aufschreiben, kurz notieren. Wir haben schon fast geschafft. Wir haben jetzt noch einen letzten Durchgang. Die letzten 4 Minuten für heute. Zweiter Teil. Wir haben wieder unsere 10 Wiederholungen Burpee Jump Over, 15 Wiederholungen Air Squats. Und die 20 Wiederholungen Hollow Rocks. Gut. Noch einmal mental darauf vorbereiten. Die letzten 4 Minuten für heute. Jetzt wollen wir noch einmal ordentlich Gas geben. Gut. Wir kommen wieder auf die Beine, wir machen uns langsam wieder ready für unser letztes Intervall für heute. Und wir starten in 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Die letzten 4 Minuten. Die letzten Male Burpee Jump Over. Noch einmal guten Rhythmus finden da. Versuchen auch gut dabei zu atmen, halt da nicht die Luft an. Find da einen guten Atemrhythmus. Drück dich immer so schnell wie möglich weg vom Boden. Sehr gut. Danach haben wir wieder unsere 15 Wiederholungen Air Squats. Wie gesagt, die dürfen ruhig flott sein, aber trotzdem versucht die Übungen ein bisschen wieder dafür zu nutzen, um runterzukommen. Und dann haben wir wieder unsere 20 Wiederholungen Hollow Rocks. Bei denen wollen wir wieder schön streng bleiben. Maximale Spannung. Trotzdem aber auch da schön weiteratmen, nicht die Luft anhalten. Versuch die noch so gut wie es geht durchzubeißen. Wenn du merkst, du kannst sie gar nicht mehr halten, fang an, ein Bein abzuwinkeln, Knie zur Brust ziehen, wenn das auch nicht mehr geht. Beine abwinkeln. Gut, wir haben schon wieder Halbzeit. Letzten 2 Minuten. Die letzten 2 Minuten, in denen wir noch ordentlich Gas geben wollen. Schnappt euch noch einmal eine Runde Burpees. Bleibt dran, jetzt nicht locker lassen. Wieder die letzten 90 Sekunden. Versuchen so wenig Pause wie möglich zu machen. Beiß da jetzt durch.
Wir machen dann auch wieder gleich direkt weiter mit den Air Squats. Und wir kommen schon zu den letzten 50 Sekunden. Jetzt heißt es durchbeißen, durchgrinden. Bleib dran. Lass nicht mehr locker jetzt. Noch einmal schöne Reps bei den Hollow Rocks. Sehr gut, Fabian. Gut, Leute, letzten 20 Sekunden für heute. Beißen wir durch. 10 Sekunden. Und die letzten 4, 3, 2, 1 und high. Sehr gut, Fabian. Super. Gut gemacht. Ich glaube, es war relativ anstrengend, oder? Ja? Gut. Ich hoffe, euch ist auch gut gegangen und ihr habt mindestens genauso viel Spaß gehabt wie der Fabian. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wie immer gerne euren Score in SugarWatt eintragen. Auch gerne dazu schreiben, wie es euch gegangen ist. Ob euch auch die Beine vielleicht zu wehgetan haben. Vielen Fabian. Ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Mitmachen. Auch danke, dass ihr immer so fleißig mitmacht. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Online-Stunde, Online-Klasse. Schönen Tag noch. Bye.